Okay, da ist nix. Dachte, da wäre was. Du blödes Drecksvieh. Mist B. Ah, okay. Wait, könnte man nicht da einfach auch mit dem Dash dahin? Ja klar. Dachte ich mir doch. Klar geht dann halt so einfacher mit der Kiste, ne? Dann brauchst du halt nicht da jedes Mal nach oben gehen, aber trotzdem. Ein Checkpoint. Warum ein Checkpoint? Oh, ist das eine Arena? Ja. Ich erkenne jetzt erst, dass der Oberkörper frei liegt. Also, keine Klamotte. Das bemerkt man fast gar nicht. Das habe ich gerade nur per Zufall bemerkt. Hat's irgendwie überlebt. Dass er manchmal so übertreiben muss. Stop, he's already dead! Abtrünniger Schnitter. Ha, eine Sense. Eine Sense, die ursprünglich gebaut wurde, um Sterbliche auszurotten. Nach der Verseuchung und dem Auftauchen der Kalten fanden die Sensen ihren Weg nach Telvindel Village. Viele von ihnen wurden vom Junas-Ministerium eingesammelt, da das sie segnet. Meine Güte. Nochmal von vorn. Viele von ihnen wurden vom Junas-Ministerium eingesammelt, das sie segnete und als seine eigenen verwendete. Aber einige ursprünglichen Sensen sind geblieben und reißen verdorbene Nykuks Herzen heraus. Dieser eine Satz oder dieser Teil des Satzes, dass sie segnete und als seinen eigenen verwendete. Das liest sich irgendwie komisch. Keine Ahnung warum. Liest sich irgendwie echt ein bisschen merkwürdig. Wo ist die Sense? Ach stimmt, ich habe dieses komische Schwert ja auch bekommen vorhin. Was macht das eigentlich? Überziehen Sie die Klinge mit mystischem Frost, der alle Angriffe vorübergehend verstärkt. Erneut verwenden, um eine kriechende Eiswelle zu beschwören. Ha. Okay. Cool. Was hatte ich denn vorher für eine Waffe drin? Ah ja, das hier, genau, stimmt ja. Habe ich auch schon die ganze Zeit nicht mehr benutzt. Nehmen Sie die Klinge ab, um eine Reihe schneller Angriffe auszuführen. Die Waffe ist laut. Oh shit.
Ach, der, okay, du nimmst die Klinge ab und benutzt das wie so eine Art Dolch oder Kurzschwert. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Ja, und dann habe ich hier diesen bescheuerten... diesen Kerzenständer... Diese Kerzenständerpeitsche. Die Kerzenständerpeitsche und das Peitschenschwert mit Schattenschaden. Ja, aber ich habe immer noch nicht diesen... Ach, vielleicht finde ich den dann noch. Tavernil Village. Eventuell gehört das noch dazu. Ja, weil wenn du guckst, ne? Der Bereich ist auch so blau. Selbe Farbe. Also könnte eventuell dazugehören. Na, mal gucken. Ach, ja. Weißt du, was manchmal ein bisschen irgendwie komisch ist, wenn ich dann mal englischen Text zum Beispiel sehe? Ich weiß nicht warum, aber ich habe dann kurzfristig so eine kleine Fehlfunktion im Kopf. Dieses Umschalten von der einen Sprache zu der anderen ist dann quasi kurz gestört, weil das unerwartet dann ist und du bist gerade dann beispielsweise irgendwas auf Deutsch dann am Sagen und siehst dann was auf Englisch und denkst dann, oder beziehungsweise versuchst dann was so zu überlegen, dir auf Englisch, und irgendwie kommst du auf gar nichts mehr. Da ist dann plötzlich auf einmal einfach nur Chaos in der Birne. Da ist plötzlich sämtliches Wissen von Englisch auf einmal einfach weg. Keine Ahnung warum. Ist dann halt irgendwie dann schon ein bisschen komisch, wenn ich dann immer wieder mal irgendwie so ein bisschen ein paar englische Wörter hier und da mal verwende. Okay, da oben ist eine Kette. Ist das jetzt hier so ein vulkanischer Winter oder so? Weil du siehst ja immer wieder mal so rot-orange Partikel runterfallen. Und der Himmel da hinten sieht ja auch nicht gerade normal aus. So rot wie der ist. Vor allem, weil du da Berge siehst, wird man ja meinen, dass da irgendwas Richtung Vulkan ist, ne? Wow, hi! Wie komme ich denn? Ah, durch die Tür. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Ja. Wollten die entkommen? Haben die Tür nicht gefunden? Oder was ist mit den Leuten hier los? Ich will raus! Ich muss die Wand hochklettern! Ich muss die Wand überwinden, dann komme ich hier raus! Leute, benutzt doch einfach mal die Tür. Hallo? Tür? Schon mal was von der Tür gehört? Wenn man die aufmacht, kommt man raus. Oder rein. Je nachdem, was man machen will. Muss mal schauen, dass ich irgendwann zurückgehe. Wegen den Nykrox. Damit ich die abgebe. Was habe ich jetzt erreicht eigentlich? Achso, ich habe wahrscheinlich... Ja, okay. Genauso wie hier. Haben die vergessen, wie man eine Tür benutzt? Die Tür ist noch nicht mal zu.
Sieht ein bisschen unfreiwillig witzig aus, um ehrlich zu sein. Wie funktioniert eine Tür? Ich hab keine Ahnung. Lass mich rein. Steht direkt ein Typ daneben. Sag mal, komm doch einfach rein. Hallo, Tür. Kennst du? Das ist eine Tür. Kannst du einfach reinlatschen, wenn du willst, wenn die Tür offen ist. Ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Lass mich rein. Okay. Dann, viel Spaß da draußen, glaube ich. Ja. Ja gut, wer weiß, soll vielleicht auch ein bisschen was anderes andeuten, ne? Also, so behämmert bin ich nun auch wieder nicht. Wobei eigentlich schon. Kann natürlich auch bedeuten, einfach nur, hey, die Leute sind da irgendwie erfroren aufgrund wegen dem Wetter oder so und keine Ahnung, war irgendeine Art Blitzfrost. So eine Art Day-After-Tomorrow-Kälte, wo Menschen binnen von Millisekunden scheinbar zu Eissäulen erstarren. Au. Schrei mal ein bisschen leiser, ja? Aber ey, der Kollege hier, der hat aber wenigstens gefunden, wo das Fenster ist. Hallo, ich bin am Einfrieren hier, kann mich mal jemand reinlassen? Au. Die Tür da oben sieht ein bisschen verdächtig aus, wie als könnte man die Kette abmachen. Komme ich scheinbar so nicht ran? Oh, weißt du, an was diese Banshees hier da mich so ein bisschen erinnern? An diese einen Gegner aus Blasphemous. War das eins oder zwei oder beide? Da gab es doch auch so irgendwie so geisterartige Gegner, die haben auch irgendwelche Strahlen von sich gegeben, soweit ich weiß. Der da sieht ein bisschen anders aus, aber ich glaube, der macht auch Frost, oder? Das ist ein Stuhl von Ikea. Ich gehe erst nach oben. Komme ich da hoch? Aber sowas wie einen Doppelsprung habe ich nicht. Ah. Einem Schlüssel verschlossen. Hau doch einfach mal mit dem Schwert drauf, dann ist das offen. Okay. Wollte ich gerade markieren, aber brauche ich ja gar nicht.
Oh, was denn? Wo kommt der denn her? Da ist schon wieder dieses eine Mädel. No. Hau, lass doch mal meinen Schädel in Ruhe. Ich bin hier der Schattenmeister, ja? Nicht du. Na komm, noch einmal. Firma dankt. Oh, Menno, jetzt hast du den Ikea-Stuhl kaputt gemacht. Den wollte ich dir gerade an den Kopf werfen. Ach, klar. Ist das ätzend? Wir sind sehr passiv, die Gegner hier gerade. Spiegel? Ich bin wieder im Esk-Herrenhaus? Oh, ich bin in... Oh, okay. Der Spiegel ist also ganz woanders. Huh. Oh. Lohnt sich ja einfach random Wände einfach kaputt zu kloppen. Oder anzukloppen, vielmehr gesagt. Das Blackhall-Familienwappen. Dippers Blackhall trug das Wappen einst bei sich, um seine Kräfte für seine Studien zu bündeln, aber es ging verloren, als die Blackhalls alle auf mysteriöse Weise im Schatten ermordet wurden. Und das ist jetzt was ein Gegenstand? Ein Schlüsselgegenstand. Enthüllt ein in den Tiefen verborgenes Geheimnis. Okay. Der Witz ist, ich habe immer noch hier dieses Stigma der Gnadenfrist. Und offenbar kann man ja scheinbar irgendwelche anderen Stigmas auswählen. Bis jetzt habe ich aber keine gefunden. Und ich weiß jetzt gerade nicht, warte mal, wie lange spiele ich das Spiel? Steam, sag mir das mal ganz kurz. Ich habe das jetzt ungefähr 13,5 Stunden scheinbar gespielt. Das ist jetzt zumindest das, was mir gerade angezeigt wird. 13,5 Stunden. Ich bin Level 72. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich bezweifle, dass es so weit geht, dass ich dann Level 200 oder so bin. Wo sind andere Stigmas? Oder kriegst du erst mit New Game Plus, falls es sowas gibt, Stigmas? Oder gibt es einfach nur dieses eine Stigma und man hat da mal was machen wollen, was man dann im Nachhinein dann nicht mehr gemacht hat. Stimmt, wo sind die ganzen Ungeborenen? Ich habe so wenige von denen bis jetzt gefunden. Sag mal, ist das Spiel größer, als ich denke gerade? Nee, oder? Bist du ein NPC?
Okay. Das hier wird noch in irgendeiner Art und Weise wichtig sein, denke ich mir mal. Da, willst du eine Vase? Nein? Okay, dann bis nächste Woche oder so. Für irgendwas wird diese Geistertante gut sein. Nova Astronomi Notiz 2. Die Wahrheit rückt immer näher, doch sie ist unsichtbar. Zwei Augen, die demjenigen abgenommen wurden, dem der Segen des Augenlichts zuteil wurde. Das ist die einzige Möglichkeit, die nackte Wahrheit zu sehen, die von Korruption und Hass umhüllt ist. Also brauche ich die Augen im Inneren oder was? Machen wir hier Bloodborne. I have the eyes of the inside. On the... oder on the inside? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ganz nach oben. By the way, dieser Satz oder dieser... Ja, dieser kleine kurze Satz ist scheinbar wohl eher eine falsche Übersetzung. Ist eher eine etwas falsche Übersetzung. Da sollte wohl eigentlich etwas anderes stehen, aber das hat man dann so genommen und ja. Ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass du jetzt sowas hast. War, glaube ich, halt wirklich Eyes on the Inside, richtig? Glaube ja. Sollte ich runter? Ach so, ich konnte runter und ich habe das nicht bemerkt. Also. Ja, ich habe die Leiter nicht registriert. Oh, hey. Da komme ich nicht hin. Oh, alle gleichzeitig ist nicht fair. Klar, jetzt kommt auch noch die hier reingegeistert. Sag mal, geht's noch? Ich bin gerade schwer damit beschäftigt, überhaupt zu überleben. Und selbst das ist schon ein ziemliches Problem. Selbst wenn ich gar keine Gegner habe. Hä? Was war das denn gerade? War da was gehighlightet hinter mir? Klar, alles gleichzeitig. Da! Feuerball, Flieg und Sieg. Schreihals. Verdammt. Ja, klar, das auch noch. Das reinste Chaos. Das war das reinste Chaos, verdammt. Überall brauche ich irgendwelche Schlüssel. Da auch.
Hm, komm ich nicht hoch. Das da oben ist gehighlightet. Aber da komme ich nicht hin. Oh, hier geht's runter. Hauptschlüssel von Telvinil Village. Die eisigen Behausungen, zu denen dieser Schlüssel Zutritt gewährt, werden von verlorenen Stimmen frequentiert, die einen tragischen Untergang miterlebt haben. Aus der Asche einer solchen Katastrophe erheben sich nun die trotzigen Sterngeborenen, die im Namen des Aufbruchs von Nova gegen die Gebote der Kirche kämpfen, unterstützt von einem ätherischen Gönner. Ah, okay. Dich habe ich auch schon länger nicht gesehen. I heard whisperings, shadows. They were pursuing me. The people of death, the Starborn. Enemies of the wretched souls who took my poor child. And an enemy of mine, it seems. Nay, I will not remain here. I must act against my pursuers. Find the hands that never cease to work. An endless cycle. They are seekers of death. Yet I will not be their prey any longer, but their hunter. There is no allowance for grief. I must find my way to where others rest. I will deceive those shrouded in gray, merciless and cruel creatures, hiding in the shadows of the moon. Feeding on what consumes them in turn. They shall not find me, nor my goods. I will take care to avoid my demise with the most savage of weapons. Are you in need of such supplies? Okay, immer noch diese Klamotten, okay. Sollte ich die nicht vielleicht kaufen? Vielleicht nicht unbedingt. Kriege ich die nicht bei der einen Tante da im Herrenhaus billiger? Glaub schon, oder? Vor allen Dingen, die hat gerade mal nur 15 Stück davon. Na komm, weißt du. Ja klar, die kriege ich definitiv billiger, glaube ich. Egal. Wo ich schon so viel Kohle habe, von daher. I must continue my hunt. A reliable source of mine knows of the treasures I seek, hidden among the tombs of the Everresting. The dead are constantly reminded of their time away from this life, slipping past them, relentless. It stares at them, taunting them. I feel drawn to them. Do not venture among the graves. I fear it will not end favorably. I will do what I must, for I must continue for my daughter. I shall leave you now. Be sure to take heed of your own advice. Oh, okay. Und lass mich mal raten, ich muss jetzt hier irgendwo... Ah ja, genau. Ich habe ja oben schon sowas gesehen gehabt. Zwei oder drei von diesen komischen, riesengroßen Ketten da lösen und dann geht das Tor da auf.